Hallo alle miteinander und willkommen zu einer neuen Runde. Ja, ich spiele gar nicht für Wii U. Ich entschuldige mich an dieser Stelle bei allen Zuschauern, dass ich heute so fett aussehe. Wirklich, es tut mir von Herzen leid, dass ihr das angucken müsst. Heute ist wieder so richtig biernig der Kopf. Ist noch nie wieder das Cortison heute. Das Cortison ist heute wieder das strong ist doch, in mir. Das ist doch bei dir jetzt erst so schlimm, seitdem du weißt, wie viel du wirklich wiegst, oder? Nee, das ist halt auch... Nee, vor ein paar Tagen habe ich mich noch dünn gefühlt. Alter, Wollo ist richtig fett, Alter. Wollo, ist es eigentlich öffentlich? Ich mache jetzt eine offizielle Angabe. Wobei, ich habe mich später nochmal draufgestellt, Kornel, ne? Oh, ja. Noch zweimal. Und da war ich 2 Kilo leichter. Natürlich. Ja, das geht nicht. Du hast immer 5 Kilo. Du hast immer 5 Kilo, die hin und her schwanken. Du hast immer 5 Kilo, die hin und her schwanken. 5 Kilo, die hin und her schwenken. Ja, er hat den großen Zeh hochgehoben. Nein, hab ich nicht. Auf jeden Fall kann ich eine offizielle Angabe machen. Und zwar ist Maves BMI 0,1 unter meinem. Ihr darf mir jetzt sagen, was dein BMI ist? Aber mit den 2 Kilo wäre es nicht mehr so, tatsächlich. Aber sag doch mal, wie du jetzt wiegst. Soll ich jetzt den offiziellen Drop hier machen? Ja, aber das ist natürlich im Titel sehr stark, ne? Ja. Wollt ihr sagen, wie schwer er ist? Der ist natürlich 1 Million Klicks. Ich sag das auch, wie schwer ich bin. Ich sag das auch. Komm. Also. Ich fahr raus. Wollt ihr jetzt die Ich fang an, damit sich Quincy wird. Genau. Also, Leute, ich wiege 200. Also, ich bin im Error. Ich kann es nur schätzen, aber die Tendenz ist dahin, dass meine Waage immer wieder auf 202 springt und dann wieder in Error. Das heißt, ich müsste knapp dran sein. Also 203 bis 204. Aber ich bin am Abnehmen. Mein Höchstgewicht muss. Alter, mein Höchstgewicht. Keine Ahnung, ich muss schon 10 Kilo abgenommen haben oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Tendenz. Nein, nicht steigend. Ich bin am Abnehmen. Ja, wir haben es jetzt verstanden. 202 sagen wir jetzt. Mein BMI ist 60 ungefähr. Wir fangen von oben nach unten an. Wollo? Das bin jetzt wohl ich dann. Ja. Also. Die Waage hat beim ersten Mal angezeigt 157,9. Ja. Und beim zweiten Mal 155,9. Genau das gleiche wie beim dritten Mal. Jetzt also muss ich sagen, ich habe ja schon ein bisschen was abgenommen, ne? Da bin ich mir halt sicher. Und das bedeutet, ich war safe über 160, Bruder. Das also war ich noch nie. Also, wird rausgecuttet? Ja, aber kannst du auch schnell sagen. Nee, denn machen wir das dramatisch. So, Leute, da sind wir wieder. So, und jetzt der schlanke Ricky darf jetzt mal rausposaunen. Ich möchte dazu sagen, letztes Jahr, als ich im Bistro war, ne, als ich angefangen habe und so im Bistro, da habe ich 108 Kilo gewogen, weil ich mich halt viel bewegt habe und so, ne? Ja. Ich habe seitdem 108 Kilo zugenommen. Ist ja nichts. Ich habe seitdem zugenommen und habe letztes Mal wiegen, war ich bei 122. 122? Ja. Ja, nichts. Oh, Junge, Alter, das ist schon ein Stückchen. Das ist schon viel. Vor allen Dingen in einem Jahr 14 Kilo. 122 wäre ich dünner. Das ist dann wieder extrem hoch. Weil ich habe halt letztes Jahr im Bistro wirklich 108 Kilo gewogen, habe dann wieder angefangen, weil es dann nicht mehr lief und so. Und dann war auch nicht mehr so viel zu tun. Und dann habe ich wieder gesessen und gefressen und gefressen und gefressen und gefressen und gefressen und gefressen. Und gefressen. Ja, das Problem ist halt... Wenn ich alleine wohne, fresse ich noch mehr. Boah, du musst jetzt richtig vorsichtig sein. Jetzt kommt der Erfolg, Alter. Wenn der Erfolg nämlich kommt, du hast Geld für Lieferando en masse. Oh mein Gott. Und... Du machst ja eine gewisse Sache nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du das hier erzählen möchtest. Ja, das wissen die. Also das ist sowieso bekannt. Ricky gibt den Bäckerjob auf. Das heißt, er hat auch diese Zeit, in der er steht und arbeitet, nicht mehr. Ja, aber dafür werde ich jetzt Sport. Was? Natürlich werde ich Sport machen. Ich kann es dir nur empfehlen, Alter. Du wirst so außer. Also da ging es bei mir halt auch richtig los, ne? Nachdem ich meinen Job aufgegeben hatte, ging es halt richtig los, fett zu werden, weil du keine Bewegung mehr hast. Ich werde so aktiv Sport machen, wie der HSV guten Fußball spielt. Ja, dann ist doch alles gut, oder nicht? Ne? Lass uns drüber reden. Die Hinrunde war aber gut, oder nicht? Hinrunde war gut, ja. Auf jeden Fall ist es so, dass ich halt wirklich so viel zugenommen habe. Und das Problem ist auch so, ich habe eine Heißluftfritteuse. Oh nein. Ja, wobei, das soll ja ganz gut sein. Also ich muss auch echt sagen, also ja, die ist auch gut, die schmeckt auch geil, schön Pommes. Also das soll eigentlich relativ kalorienarme Zubereitung sein. Aber du halt... Hol dir lieber einen Kontaktgrill, Ricky, ich habe einen Kontaktgrill. Da kannst du dein Fleisch komplett ohne Öl und so schön grillen und es schmeckt mega nice. Also es ist einfach viel nicer. Naja, aber Kontaktgrill Pommes haben doch trotzdem viel Kalorien, auch wenn du die ohne Öl machst, oder nicht?
Klar, war das ja mal Kartoffeln. Natürlich, wer isst denn auch Pommes? Ich esse nie Pommes. Ich esse Pommes. Ja, doch, davon gerade geredet. Außer wenn ich die bei Lieferando bestelle, dann natürlich. Aber. Ja, aber du hast so frische Pommes. Die sind noch heiß und so. Ja, ich hatte noch, also ich hab halt immer nur Pommes aus dem Backofen. Und deswegen ist mein Verlangen nach Pommes immer relativ gering. Nee, die schmecken eklig. Aber außer Heißluftfritteuse kann ich nur empfehlen. Also wenn man, das ist auch nicht teuer, so ein Ding. Glaube ich 50, 60 Euro oder so. Kein Bock auf Arbeit. Wann musst du denn heute zur Arbeit? 14.15 Uhr. Und dann bis 20.15 Uhr. Okay. Und das Problem ist, dass ich dann, also das ist halt momentan das Dümmste, was das Problem ist. Da unser GTA-Server momentan so ein bisschen technische Probleme hat und so, ist es ja momentan gelockt auf eine bestimmte Spieleranzahl. Und ist der Server irgendwann voll. Und dann kommst du nicht mehr rauf. Und das ist so schlecht gerade im Moment für mich. Richtig dann nicht für dich als obersten, der obersten, da einfach dann was freigekickt? Nee, das machen wir nicht. So sind wir nicht. Das ist ja auch scheiße fürs RP. Wenn da jemand gerade rausgeschmissen wird, dann ist gerade in der Story oder so, ist das doof. Ja, das und aber wenn er unwichtig ist. Ja. Nee, also das Problem ist so, dass wir halt gerade momentan alle Ressourcen darin verballern, das Ding irgendwie performanter zu machen. Und das dementsprechend haben wir dafür gerade keine Zeit, also was einzustellen, so eine VIP-Warteschlange. Also wollte ich es doch machen. Also doch unehrenhaft. Ja, du gehst genau wie so ein alter Kollege von mir, ein Arbeitskollege damals. Der hat auch jede Gelegenheit genutzt, um über seine Modellautos zu reden. Ja. Ungefragt, ob irgendjemand was darüber hören will oder nicht, völlig egal. Aber es ist doch jetzt relevant, weil ich doch, na was, aber es ist doch relevant, weil ich sowohl die Arbeit der Könige aus ja, so für ihn Grund, war das auch Arbeit immer hat. Relevant. Ja, ja ist doch relevant. Schön, dass wir drüber geredet haben. Also, Ricky, ich bin übrigens Ernährungsexperte und Abnehmcoach. Ja. Ne? Und ich übe schon mal, deswegen wollte ich dir gerne den Tipp geben. Bitte pass darauf auf, dass du nicht fetter wirst. Bitte. Ja, ich pass darauf auf, ich nehme jetzt ab. Oh Mann, nein. In 14 Kilo pro Jahr. Das heißt. Alter, 14 Kilo pro Jahr zunehmen ist ja nix. Doch, ich würde sagen, ich habe 10 Kilo. Ich hab auf jeden Fall dann 10 Kilo am Tag. In den letzten 2 Monaten habe ich schon mal 10 Kilo zugenommen. So ein Schwachsinn. Sag euch, wie es ist. Quatsch. Doch. Du bist schon ewig so fett. Ja, what the fuck? Leute. Was denkst du, wer du bist? Wie sahst du denn vorher aus? Wie Deadlift die Soße oder was? Na, 10 Kilo habe ich in 2 Monaten zugenommen. Das kann ich euch safe sagen, weil ich genau weiß, das ist halt immer vor einem Treffen oder so, hatte ich mich halt vorher gewogen oder danach, weil ich da in der Zeit immer so super wenig gegessen habe. So, und da war ich dann immer unter 150. So, und dann gab es 2 Monate kein Treffen. Und jetzt muss es ja ungefähr heißen, dass ich... Und ich habe ja jetzt schon wieder abgenommen. Ich war also safe über 160. Das bedeutet, ich habe in 2 Monaten sicher 10 Kilo zugenommen. Ich dachte, du hast dich vor 3 Jahren das letzte Mal gewogen. Nein, davor auch. Ja, auf einmal. Die Batterie ist erst seit kurzem leer. Ja, die ist doch ja, gar nicht so lange leer gewesen. Ja, Wolle ist ein Lügner. Lügen, das gibt eine Rüge. Ja. So, willkommen zurück, Leute. Was geht ab? Ja, apropos, ich wollte gerne noch fett was werden. Sagen. Genau, apropos fett werden. Wolle und ich machen ja die Challenge von wegen hier dies und das und jenes. Und ich habe das jetzt kurz... Wir wollen nicht die Challenge machen. Wir machen aber wirklich die Challenge, Ricky. Ich erzähle sie dir mal, weil du kennst sie noch gar nicht. Stimmt. Ja. Und zwar ist es so, wer muss Cornel... Ja, wobei, nach BMI, da muss man auch ein bisschen... Ja, wobei, Cornel muss es schaffen, einen besseren BMI zu haben als ich. Am Ende des Jahres. Das kann ich durch 2 Wege schaffen. Entweder ich nehme mehr ab als Wollo oder Wollo nimmt noch mehr zu. Ja, Wollo spielt ja ein bisschen die Karten. Aber ich habe eher das Gefühl, und das sage ich auch so, ob es ist, dass ihr beide euch einfach nichts geben, weil ihr einfach beide nur zunehmt. Nein. Ich habe mir schon überlegt. Ich bin momentan gut, aber pass auf, Freund. Pass auf, Ricky. Jetzt kommt ja, gibt ja auch einen Preis zu gewinnen. Ne? Never-Ending-Challenge, und der Preis ist heiß, ne? Genau. Ja, und muss mit den anderen eine NEC machen. Ja. Und der Gewinner kriegt halt die Kohle. Also. Ja, aber du kannst ja einfach aufgeben. Ah! Wie du das aufgeben? Das ist halt nicht mit einfach. Ja, also, du machst eine NEC, das ist ja Archiv auf. Nein. Bitte. Nein, wir haben gesagt, dass man auch richtig baiten muss und so. Ach, also, man muss schon baity sein und alles. Kann man da noch mit einsteigen? Nee, du bist leider raus. Also, wir haben die Challenge jetzt geändert, ne? Nicht auf irgendwelche Kilogramm, sondern auf BMI. Das ist wichtig zu wissen. Wir werden auch irgendwann bestimmt nochmal ein ausführlicheres Video dazu machen, bestimmt. Und wichtig ist,
ja, eine Never-Ending-Challenge, die Bollo dann macht, ne, das sind ja schon einige Euros, vor allen Dingen mit dem Hype dann, wenn ich schlank bin und so, da kommen ja wahrscheinlich schon so 4.000 bis 6.000 Euro zusammen. Und ich dachte mir, hinter dem Sheldon steht, den Bollo immer hat, weil er nicht mehr gesehen wird. Ne? Nee, leider. Und, so dürfte gar nicht sein. Und ich dachte mir dann, ich werde einfach eine Prostituierte kaufen für 2.000 Euro, die Bollo vorspielt, seine neue Freundin zu sein. Und ihn richtig feedet. Das ist mein Plan. Für 2.000 Euro bist du aber nicht lange bei mir. Ja, ist halt nicht die schönste. Das kann ich mir jetzt nicht leisten. Wenn ich überlege, dass hier ein Blowjob in der Nähe 100 Euro kostet, ist schon extrem. 100 ist schon viel für ein Blowy. Ja, das war es, glaube ich, ne? Das war's. Also, Wolle wird bald gefeedet. Ne, der wiegt 157 Kilo, 157,9 fürs Protokoll. Der ist ein kleiner Fettsack. Der ist übrigens nur, wir haben sein BMI, glaube ich, gar nicht genannt, 54, Komma irgendwas, 7, glaube ich. 54,7, ja. Das sind nur 6 Punkte mehr als ich. Wollo? Weniger. Ich muss 187 wiegen, dann habe ich den schon. Bis dann, Leute! Und wenn ihr einen Blowjob auch noch 100 macht, meldet euch. Ciao. Tschüss.